Ich möchte mich bei der Ars Electronica dafür bedanken, dass ich wieder hier sein darf. Es ist für mich der heutige Tag faszinierend gewesen. Und ich bin damit wieder auf ein Thema gekommen, das ich nicht wirklich vergessen hatte, aber über das ich eine Weile nicht nachgedacht hatte. Also zurück zum Thema Ursprung. Da ist mir dieses Bild in den Sinn gekommen. Ich hoffe, ich finde es. Dieses Bild haben wir heute schon gesehen. Für mich ist es kürzlich genauso wichtig und bewegend gewesen, wie das Bild der Erde zum ersten Mal vom Mond aus gesehen. Aus zwei Gründen ist für mich das faszinierend. Erstens, die Vorstellung, dass es überhaupt ein solches Bild gibt. Ich habe bis heute gezweifelt, dass das wirklich die Realität ist. Als Paul Davies sagte, das ist real. Wenn wir uns vorstellen, 380.000 Jahre nach dem Urknall, das zu sehen, ist ein außerordentliches Erlebnis. Zweitens die Details. Wir wissen jetzt, es handelt sich um Anisotropie, Anisotropien. Es gibt hier Unterschiede in der Temperatur, im Design. Und das sind dann später die Galaxien geworden. Also man kann die Expansion zurückverfolgen bis auf die ersten Bilder und wir stellen Kohärenz und Konsistenz dabei fest. Das ist so unglaublich stark, weil das die Expansion seit dem Urknall ist. Und die schwache Kraft, die Gravitation, hält die Galaxien zusammen. Die Gravitation hält die Galaxien und uns zusammen. Diese zwei Kräfte, Expansion und Kontraktion, bewirken die Entwicklung, die wir hier heute darstellen. Und das bringt mich zu einem Verständnis. Tut mir leid, ich suche das nächste Bild. Ich finde es jetzt nicht, aber offensichtlich gibt es in der Anisotropie auch eine Verbindung zur Sprache. Ich spreche von einem neuen Abenteuer Sprache. Also ein neues Abenteuer der Sprache. Ich habe immer technische Schwierigkeiten, besonders bei der Ars Electronica. Ist aber nicht der Fehler der Ars Electronica. Die Techniker sind super. Tut mir leid. Ich hoffe, wir haben das kleine Problem bald gelöst. Gut, während an der Technik gearbeitet wird, sollte ich vielleicht fortfahren. Das neue Abenteuersprache. Das neue Abenteuer der Sprache. Darüber werde ich am Ende sprechen. Ich möchte so vorgehen, wie viele es heute schon getan haben. Ich möchte Ihnen über den historischen Hintergrund etwas erzählen. Die Beschriftungen sind nicht gut zu lesen, aber soll Ihnen zeigen, worüber ich sprechen möchte. Sprache, Ursprung, Beziehung zwischen Ursprung und Sprache. Ich sage nicht, dass die Sprache in der Anisotropie geplant war, aber die Bedingungen für das Leben, deshalb war die Frage nicht in Supernovas gestellt, die Bedingungen sind hier inkludiert. Wir haben das richtige Maß, hat uns Paul Davies erklärt, für Leben und für das Entstehen von Sprache. Die Sprache hat sich entwickelt und auch das Bewusstsein hat sich entwickelt. Ich spreche über drei Phasen der Sprache
und über drei Phasen der Elektrizität. Das entspricht dem gegenwärtigen Stand der Sprache. Dann werde ich über den Status quo sprechen, mich auf McLuhan beziehen. Es ist ja der 100. Geburtstag von McLuhan. Ich denke immer noch sehr oft an ihn und an seine Denkweise. Und ich möchte dann auch mit Ihnen reflektieren über eine Aussage von Giordano Bruno und eine Aussage von William James. Hier sehen Sie, was Giordano Bruno gesagt hat. Ich nenne sie gleich am Anfang. Er sagt, es ist nicht die Materie, die das Denken hervorbringt, es ist das Denken, das die Materie hervorbringt. Er wurde ja am Scheiterhaufen für seine heretischen Ansichten 1500 irgendwann von der katholischen Kirche in Rom verbrannt. Diese Aussage und viele andere von Giordano Bruno bedeuten ein wirklich zukunftsorientiertes Denken, auch im Bereich Quantenmechanik. Die zweite Aussage stammt von William James. Er sagt, Consciousness is the material evolution of the world turning back on itself. Wenn man diese beiden Aussagen gemeinsam betrachtet, und ich hoffe, das gelingt Ihnen am Ende meines Vortrages, so kommt man zu einer sehr seltsamen Auffassung davon, was wir sind und wer wir sind. Also, warum ist die Sprache so wichtig? Es ist hier sind verschiedene Klassifikationen, Kreationsmythen aufgelistet. Ich gehe da nicht auf Details ein. Aber ich komme wieder auf Giordano Bruno zurück, der in der Tradition des Christentums aufgewachsen war, wo es hieß, es werde Licht. Grundlage ist die Sprache. Viele Forscher, darunter Voltaire, als erster haben gesagt, unser Verständnis kommt aus unseren Sinnen. Wir sehen, es gibt andere Berichte darüber, wie wir die Welt sehen. Und immer wieder wird auf die Bedeutung zwischen Sprache, der Beziehung zwischen Sprache und Bewusstsein hingewiesen. Wir wissen, was wir wissen, durch die Sprache. Als Anhänger McLuhans muss ich natürlich auch anerkennen, dass die Sprache von äußeren Einflüssen auch bestimmt wird. Hier haben Sie ein Bild, das zeigt, ursprünglich war die Sprache oral, wurde nur über den Körper, durch den Körper vermittelt und reichte nur über eine bestimmte Entfernung, soweit also die Stimme reicht. Also die Reichweite war beschränkt. Dann hier eine unglaubliche Beschleunigung, die Schrift. Sprache wird durch Schrift transportiert. Wir gelangen in die Welt der Literatur. Und dann kommen wir in eine kürzere Zeitphase, Printmedien, eine außerordentliche Beschleunigung. Und schließlich innerhalb von 10 Generationen Übertragung durch Elektrizität. Was ist der Unterschied? Orale Übermittlung bedeutet vom Körper ausgehend, es ist immer eine Live-Aktion, beschränkt sich auf Stimme, Trommeln, es gibt keine Aufzeichnungen. Es beschränkt sich auf Gruppen und lokale Dialekte. Also die Reichweite ist beschränkt, das wissen wir. Wenn dann Schrift dazu kommt, kann eine Archivierung erfolgen, egal in welcher Schrift, damit also über längere Zeiträume verfügbar, auch für andere Generationen. Es kommt zu einer Expansion der Sprachdomäne. Und wenn die Sprache dann im Alphabet etwa repräsentiert ist, wird die Sprache zu einem Studienobjekt. Und es entsteht, es kommt zu einer Instrumentalisierung und es entsteht ein größeres Vokabular und wir kommen zu Wissenschaft, zu Spezialisierung und so weiter. Auch das Gedächtnis, das durch die Sprache gespeichert wird, weitet sich aus. Jetzt sind wir im Zeitalter der Elektrizität. Die Tatsache, dass die Sprache nicht nur im Körper
befangen ist, ist ganz wichtig für unsere Kommunikation. Wenn die Sprache auch außerhalb existiert, kann sie Körper kontrollieren. Sonst kann man die Sprache nur etwa durch Befehle, durch Anweisungen kontrollieren. Aber es hängt immer ab von der Beziehung zum anderen. Wenn die Sprache einmal festgeschrieben ist, wenn Ideen niedergeschrieben sind, dann kann man auch still lesen. Indem man still liest, internalisiert man den Text und eignet ihn sich an. Und damit schafft man seine eigene Identität und übernimmt die Kontrolle über die Sprache. Das ist eine völlige Umkehr. Durch die Kontrolle, etwa durch die Stimme des Vaters, des Priesters, des Zauberers, des Königs. Auf einmal kann man die Sprache selbst kontrollieren. Man wird zum privaten Bürger. Das ist ganz wichtig. In der jetzigen Phase haben wir die Elektrizität und die Sprache ist innerhalb und außerhalb des Körpers. Ja, wir können nach wie vor lesen, still lesen, aber jetzt sind wir ständig verbunden und die Sprache, das Tempo der Sprache hat sich total verändert. Der Telegraph machte den Anfang. Der Telegraph bedeutet ein Zusammenkommen zwischen Sprache und Elektrizität. Die Höchstgeschwindigkeit hat sich und die Komplexität haben sich gesteigert. Es beginnt mit Literatur, mit Belletristik, die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation. Eine außerordentliche Situation. Aber das ist entscheidend. Es bedeutet, dass wir vom System gesteuert und kontrolliert werden. Wir sind die Pinocchios unserer Keyboards, unserer Tastatur. Die Frage ist, wer ist der Herr, wer ist der Meister der Sprache? Die Sprache wird natürlich auch sehr viel weiter verbreitet als je zuvor. Und wir sehen ja die Akkumulation im Netz. Mit der Elektrizität also werden viele Situationen in unserem Leben kontrolliert. Wir befinden uns also im elektronischen Wandel. Und die Frage ist, wie sieht die Geschichte der Sprache hier aus? Wir haben drei Phasen der Elektrizität, analog, Energie, Licht, dann hier wird die Sprache transportiert, im Fernsehen, im Radio, über das Telefon, das Signal wird transportiert. Es erfolgt eine Beschleunigung, eine Verstärkung und eine Distribution weltweit. Zweitens, die zweite Phase, hier wird die Sprache zur Information. Die Elektrizität verwandelt Sprache in Bits und es kommt nicht zum Transport von Signalen, sondern zur sofortigen Konstruktion des Signals im Kopf. In der derzeitigen Situation gestattet uns die Elektrizität nicht nur zufälligen Zugang irgendwo, sondern zu jeglicher Information. Dieser Wandel ist also ganz entscheidend. Die dritte Phase ist die derzeitige Phase. Mobiltelefone, drahtlos, Kommunikation. Es hat hier ein Reifungsprozess stattgefunden, angefangen vom Telegraph bis zu Twitter. Und es bedeutet zunehmende Komplexität, zunehmende Autonomie in der Signalproduktion. Es kommt zu sofortiger Generierung und sofortiger Verbreitung von Signalen. Was sind die Konsequenzen der Tatsache, dass die Elektrizität die Sprache übernommen hat? Einmal größere Komplexität, das habe ich schon gesagt, Konnektivität, Präzision. Und interessant ist, dass mit dem Alphabet auch Kunst entstanden ist. Die Kunst ist sozusagen das Ergebnis einer alphabetisierten Kunst. Heute brauchen wir die Kunst nicht mehr in der gleichen Art und Weise. Die Elektrizität bringt uns wieder zurück zum menschlichen Diskurs und Austausch. Sprache wird über Twitter beeinflusst. Wir reagieren auf Notfälle weltweit in Echtzeit. Es hat unendliche Verzweigungen. Und
die Hälfte der Welt spioniert sozusagen die andere Welt aus. Also die Ausbreitung ist enorm. Wo stehen wir also? Ich beziehe mich wieder auf McLuhan. Eine seiner Prognosen aus dem Jahr 1962. Das nächste Medium, so sagt er, bedeutet eine Erweiterung des Bewusstseins. Und ich glaube, da, soweit können Sie mir folgen. Fernsehen wird sich zur Kunst entwickeln. Das ist YouTube. YouTube ist das teuerste Medium. Hiermit wird das teuerste Medium jedem in die Hand gegeben. Computer als Forschungsinstrument, ja, das nehmen wir als gegeben hin heute. Aber damals waren die Computer ja noch riesengroß. Dann Abrufbarkeit, das ist heute gegeben mit dem Internet. Und er sagt auch, die Massenbibliotheken werden überflüssig. Wie ist er darauf gekommen, dass wir jetzt alles sozusagen verfügbar haben? Wir müssen nicht mehr irgendein Klassifizierungssystem in einer Bibliothek verwenden. Die Bibliotheken stellen sich ernsthaft die Frage, was geschieht denn mit Sprache in diesem neuen Umfeld? Und dann sagt er, wir können dem Einzelnen eine enzyklopädische Funktion zuweisen. Sie wissen ja alle, was Wikipedia bedeutet. Wikipedia online verfügbar für alle. Wir können jeder Einzelne von uns zu einer Enzyklopädie etwas beitragen. Das geschieht auch immer mehr. Und der Rest ist banal. Wir haben heute Vormittag gehört, 10% der europäischen Wirtschaft hängt mit dem Web zusammen. Er sagt, Daten werden rasch verfügbar sein. Also, die Sprache ist globalisiert, jeder kann daran teilhaben, man kann jederzeit um Hilfe rufen, es gibt einen Austausch und es bedeutet nicht, dass die Welt ein globales, friedliches Umfeld geworden ist, wie McLuhan gemeint hat. Im Gegenteil, wir haben ernste Probleme, das haben wir ja auch diskutiert. Mich interessiert auch ein Franzose, der mir regelmäßig einen Newsletter schickt. Das schwache Signal der Zukunft. Er ist ein sehr interessanter Mann, Konsulent. Er befasst sich mit Dingen, die er in der Zeitung liest. So wie McLuhan, der hat auch im Hörsaal eine Zeitung geöffnet und gesagt, was können wir daraus entnehmen? Dieser Franzose macht in etwa das Gleiche und er sagt, wir werden Entwicklungen sehen, er entwickelt Szenarien. Hier ein Beispiel. Er spricht von Churchill. Ein Bild von Churchill. Aber so, dass man jetzt nicht mehr die Zigarre sieht. Leute gegen das Rauchen haben dieses Bild produziert, damit die Leute nicht das schlechte Beispiel eines berühmten Mannes sieht, der raucht. Also das zeigt schon, in welche Richtung es geht, die Anti-Raucher-Bewegung. Es geht in eine Art sozialer, gesellschaftlicher Moralität über die tatsächlichen Beweise hinaus. Ja, ich kann mich damit nicht allzu lang aufhalten. Das genomweite Maschinenlernnetzwerk. Hier ein Beispiel für das, was in Zukunft auf uns zukommt. Die Rückkehr des mittelalterlichen Zaubers. Wir haben ja alle möglichen Tools und Spielzeuge und sehen, dass die Leute ja gerne Harry Potter sich anschauen und lesen. Wenn sie ihre Autotür öffnen und den Zündschlüssel drehen, dann befinden sie sich in einem mittelalterlichen Zauberland. Es gibt natürlich auch immer wieder Skandale, Leaks mit Problemen der Transparenz. Es gibt das digitale Unbewusste. Alles, was man über sie weiß, von dem
Sie aber nichts wissen, dass es existiert. Ein Beispiel dafür. Es ist wirklich ein schreckliches Beispiel. Haben Sie Digital Mirror gesehen? Das ist ein wirklich treffendes Beispiel, ein Tool, das Unternehmen einsetzen, um die Beziehungen zwischen ihren Mitarbeitern zu beobachten. Also etwa die E-Mails über die letzten 3 oder 4 Jahre. Und damit stellt man fest, welche Beziehungen zwischen den Mitarbeitern bestehen. Das Ganze wird simuliert. Es ist eigentlich eine sehr lange Präsentation, eher langweilig. Aber eines ist interessant. Ihre E-Mails enthalten ungeheure Informationen, die man auch gegen Sie verwenden kann, wo Sie aber keinen Einfluss haben. Also, da gibt es eine neue linguistische Dimension. Dann ein weiteres schwaches Signal kommt aus der Kunst. Ein französischer Künstler hier. Ich hoffe, ich kann Ihnen dieses Beispiel zeigen. Wenn ich es nicht zeigen kann, kann ich es auch beschreiben. Egal, Sie müssen es nicht sehen. Es heißt WCSM. Es geht hier um einen Hinweis auf Sadomasochismus, also um SM. Hier haben Sie da dieses kleine Pflaster am Hals dieser Person. Also, man klebt etwas auf seinen Körper, dann schaltet man sich auf eine Seite ein, wo es negative Begriffe gibt wie Krieg, Angst, Folter. Und automatisch werden 5000 Quellen online analysiert auf diese Wörter hin. Und im Hintergrund hören wir jemanden sprechen. Also, vielleicht gelingt es mir, hier einzusteigen. Es wird als kommerzielles Produkt präsentiert. Man gibt Wörter wie Tod, Töten, Mord, Folter, Vergewaltigung ein. Und wie gesagt, 5000 Medien werden kontaktiert. Man bekommt einen elektrischen Schock. Was ist so großartig daran? Tja, es ist die Rückkehr wieder eines mittelalterlichen Phänomens. Ein elektronischer Schlag, so wie sich die Leute einfach mit Schwertern bekriegt haben und geschlagen haben. Gut, was will ich damit sagen? Die Beziehung, die viele Künstler heute aufzeigen wollen, Leute, die die Software schaffen, die gibt es. Es gibt natürlich da andere Seiten, wo sie gleich einmal die Anzahl der Neugeborenen gezeigt bekommen und so weiter. Das ist alles objektiv. Sie haben eine gewisse Distanz, aber die Künstler wollen Ihnen das sozusagen hautnah vermitteln. Das ist ein schwaches Signal für die Zukunft. Also wir haben diese schwachen Signale und es gibt noch sehr viel mehr davon. Interessant ist, wiederum im Sinn McLuhans, was geschieht, wenn ein gewisses Tempo erreicht wird, dann kommt es zu einer Umkehr. Wir haben eine Umkehr zwischen Natur und Kultur.
Wir nutzen Cloning, rekombinante DNA, Gentechnik und so weiter. Die Kultur ist in manchen Bereichen von der Natur in den Hintergrund gedrängt worden. Das ist ein erster Punkt. McLuhan hat 1957 gesagt, und wieder habe ich keinen Ton. Okay, McLuhan im Originalton. Der Künstler ist immer einen Schritt der Technologie voraus. Er liefert Bilder davon, wie die Auswirkungen in Zukunft aussehen werden. Veränderung in den Kunststilen, Pop Art zum Beispiel, sind Hinweise auf die Bedeutung des Fernsehens. Pop Art sagt, die einzige Kunstform ist die natürliche Umwelt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kunst und Umwelt. Die menschliche Umwelt wird als Kunstform eingesetzt. Und die neuen Umfelder, die durch neue Medien geschaffen werden, brauchen menschliches Programmieren und menschliche Kontrolle. Also, das war eine Aussage aus 1957, als es den Sputnik gab. Er meinte, Sputnik ist eine Technologie, die die Natur zum Inhalt hat und sie zu einem programmierbaren Umfeld macht. Ich bin noch immer bei Giordano Bruno und William James. Ein weiteres Beispiel. Dieses Spielzeug haben Sie vielleicht schon gesehen. Vielleicht gibt es es sogar in der Ausstellung. Emotive ist ein Videospiel im Grunde. Ein Spiel, man setzt sich einen Helm auf, so wie dieser Mann im Bild. Und man denkt an etwas. Es braucht ein bisschen Training. Sie wollen, dass etwas auf dem Bildschirm geschieht, und es geschieht auch tatsächlich. Also es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Denken und dem Bildschirm. Hier eine Erklärung dafür, wie es funktioniert. Das ist eine der Erfinderinnen. Wir benutzen unser Gehirn, um Inhalt auf neue Art und Weise zu erleben und zu erfahren. Wir haben eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Der Mensch interagiert mit den Maschinen. Hier haben wir 16 Sensoren. Sie nehmen Hirnsignale von der Schädeloberfläche auf. Und wir fassen einen bestimmten Gedanken, die Gehirnmuster werden erfasst, und wenn man etwas denkt, so passiert es auf dem Bildschirm. Also angenommen, ich denke drücken, dann passiert das auch tatsächlich. Es gibt hier 13 verschiedene Befehle, also drücken, ziehen, links, rechts und so weiter. Man kann sich auch vorstellen, dass ein Gegenstand verschwindet, und er verschwindet tatsächlich. Gut, das war jetzt eine kommerzielle Präsentation. Sieht aus wie ein Spiel, aber wir haben ja beim Quantencomputer schon darüber gesprochen. Ein schwaches Signal für die Zukunft. Es wird aber Realität werden. Und damit wird es dann zu einer ganz außerordentlichen Beziehung auch zur Sprache kommen. Zurück zu Giordano Bruno. Es ist das Denken, das die Materie hervorbringt und nicht umgekehrt. Wir haben ja heute über dieses Thema gesprochen. Einerseits haben wir die Philosophie, die sich immer mehr für den Solipsismus, fast Autismus, interessiert. Realität ist nur das, was ich sehe. In der Kunstkritik spricht man von virtueller Realität. Es gibt ein Buch darüber.
Realität zeigt sich nur in der Nutzung. Und dann gibt es aber auch das sogenannte digitale Unbewusste, womit unser Selbst irgendwie beschränkt wird. Also wir haben einerseits eine Expansion des Einzelnen sowie des Universums und andererseits sind wir Teil eines Netzwerks. Norman Deutsch, einer meiner Kollegen, hat ein Buch geschrieben, das sich gut verkauft. The Brain That Changes Itself ist der Titel. Das Gehirn, das sich selbst verändert. Und er sagt, wir können unser Denken beeinflussen. Das klingt banal, ist aber eine wichtige Aussage. Die Schlussfolgerung, und ich empfehle Ihnen dieses Buch, ist besonders interessant und gilt für das, was wir bisher diskutiert haben. René Descartes hat gesagt, der Mensch besteht aus zwei Substanzen, einmal dem Mentalen, der Seele, und dem Physischen. Das hängt mit dem Gehirn zusammen. Das geht zurück auf Plato. Bedeutet eine Zweiteilung der Menschen. Die Neurowissenschaftler, die Descartes folgen, konzentrierten sich immer mehr auf das Gehirn. Es wurde als Maschine betrachtet, die nach den Gesetzen Galileis funktioniert. Wir haben hunderte Jahre hindurch das Interesse an der Vorstellung Geist und Seele verloren. Aber das lässt sich nicht auf Dauer verbannen. Und der Grund dafür ist, die Neurowissenschaftler meinen vielleicht, dass alles das, was messbar ist, besonders und sicher ist. Aber im Gegensatz dazu sind die subjektiven Erfahrungen sehr viel wesentlicher. Also, immer auf der Seite des Objektiven zu sein, ist vielleicht eine Fehleinschätzung. Und Konzentration auf das Subjektive bedeutet vielleicht eine Rechtfertigung der Wissenschaft. Gut, ich muss mich beeilen. Also, ich überspringe jetzt einiges. Oder ich zeige es Ihnen trotzdem. Wird unsere Zivilisation lang genug überleben, um in den Deeper Space vorzudringen? Ich glaube, wir haben eine gute Chance, hier lang genug zu überleben und das Sonnensystem zu kolonisieren. Aber nichts im Sonnensystem ist so geeignet für das Leben wie die Erde. Also wenn die Erde nicht mehr für das Leben geeignet ist, ist nicht sicher, ob wir überleben werden. Zur Sicherung unseres langfristigen Überlebens müssen wir die Sterne erreichen. Das wird viel länger dauern. Also ich schließe ab. Das nächste Abenteuer der Sprache, meiner Meinung nach, wir haben darüber mit Professor Zeilinger gesprochen. Ich habe noch nie eine zuversichtlichere Erklärung über die Zukunft der Quantenmechanik gehört oder über Quantencomputer. Quantenkryptographie war mir ein Begriff, aber die Vorstellung, dass es Quantencomputer tatsächlich geben kann, ist wichtig. Die Anwendung auf Sprache hier ist Teil des nächsten Abenteuers. Lisa Randall wird vielleicht etwas länger warten müssen, was Einfluss der Sprache auf Stringtheorie bedeutet. Die Metaphern, die wir verwenden, zeigen, dass es hier um Psychologie geht. Mit den Quantencomputern wird es wieder ein Gleichgewicht geben. Ein Quantencomputer ist so schnell, dass Gegensätze miteinander und auch Konflikte versöhnt werden können. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Situation, und wir wissen ja, die vorherrschende Technologie beherrscht die Welt. Wir brauchen eine Versöhnung zwischen den Zielen der Menschen weltweit,
in eine Richtung, die die Umwelt schützt. Das steht im Einklang mit dem, was Professor Hawking gesagt hat. Und das geschieht auch. Was heute hier sich abgespielt hat, was wir gelernt haben über den LHC, das ist ein wunderbares Beispiel für die Rückkehr des Bewusstseins, eine Konzentration auf die Vergangenheit, die verschiedenen Stufen, die wir durchlaufen haben und die Evolution. Und wir sehen hier eine Zusammenarbeit von Menschen aus der ganzen Welt mit unterschiedlicher Expertise. Ein großartiges wissenschaftliches Abenteuer. Das zeigt auch, dass der Wille besteht, zurück zum Ursprung zu gehen. Bewusstsein wird durch Sprache unterstützt. Es ist sozusagen etwas wie die Schwerkraft, eine schwache Kraft. Aber wir gehen zurück in die andere Richtung, also gegenläufig zur Expansion des Universums. Ich freue mich schon auf die zukünftigen Entdeckungen. Vielen Dank. Thank you very much. I've just been told that there's not too much time for a discussion. Ja, vielen Dank. Wir haben nur wenig Zeit für die Diskussion, können also nur ganz wenige Fragen entgegennehmen. Also ganz wenige Fragen. Okay, weil wir nicht mehr sehr viel Zeit haben. Hi, first of all, thank you for such a lovely presentation. Also zuerst einmal herzlichen Dank für eine wunderbare Präsentation. Ich fand das außerordentlich interessant, insbesondere Ihre Feststellung, dass die orale Sprache an die Stelle der schriftlichen Sprache tritt. Ich frage mich, ob es je die Möglichkeit geben wird, dass die elektrische Sprache zu einer Dekonstruktion unserer sprachzentrierten Kultur führt. Wird die Verbindung zwischen Bewusstsein und Sprache je dekonstruiert werden? Sehen Sie diese Möglichkeit? Bin ich ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Fürchte, ich habe sie auch nicht sehr gut gehört. Könnten Sie das noch einmal in einem Satz zusammenfassen? Sehen Sie in der derzeitigen Phase der linguistischen Entwicklung eine Dekonstruktion der phonozentrierten Kultur der letzten Jahrhunderte? Die interkulturelle Zusammenarbeit wird erforderlich sein. Und dafür brauchen wir einen Prozess, der enorme Mengen an Daten gleichzeitig enthalten muss. Und daher wird der Quantencomputer, der zwar noch in den Kinderschuhen steckt, dies möglich machen. Es gibt ja jetzt schon Programme, die es uns ermöglichen, von einer Sprache in die andere umzustellen. Aber es geht mir noch mehr um die Übersetzung menschlicher Bedürfnisse. Einerseits gibt es Gesetze der privaten Identität, aber gleichzeitig sehe ich ein Entstehen einer Gruppenidentität, einer kulturellen Identität. Wir werden starke geopsychologische Veränderungen erleben. Diese Transformation wird erforderlich sein. Wann immer die Sprache ihren Carrier wechselt, ihren Träger wechselt, findet ein profunder Wandel statt. Denken Sie an die Erfindung der Druckerpresse, des Telegrafen, des Radios. Jetzt
sind wir mit der Frage des Terrorismus konfrontiert. Und das ist einer der Gründe, warum wir ständig an Wachstumsschmerzen leiden. Aber diese werden weniger schmerzhaft werden im Laufe der Zeit. Derek, ich sehe hier Folgendes. Wie verhält es sich mit den Wachstumsschmerzen von WikiLeaks? Kommunikation, die geheim bleiben sollte. Sehen Sie das als als sprachliches Phänomen? Und wohin, glauben Sie, führt uns dies? Nun, das digitale Bewusstsein ist nicht zuletzt entstanden durch Information, die in Datenbanken gespeichert wird, die verwendet wird oder auch nicht. Mit bestimmten Schnittstellen kann das an die Öffentlichkeit gebracht werden. Sie und ich können an unterschiedlichen Orten in Google in gleichen Worten die gleiche Frage eingeben, aber wir bekommen unterschiedliche Antworten. So weit, so gut. Aber dieses Profil, das es möglich macht, dass Sie und ich jeweils angepasste Antworten bekommen, kennen wir noch nicht. Und WikiLeaks, eine Website, eine Organisation, wird in diesem Fall zu einer Schnittstelle zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten. Das ist ein Sprachphänomen und zwar ein wichtiges, denn das zeigt uns, eine der Eigenschaften der Elektrizität besteht darin, Dinge transparent zu machen. Was wir zuvor über Kryptographie gehört haben, über ihren eigenen Quantenkryptographie-Kanal, das werden wir vielleicht in Zukunft brauchen, um unsere Identität zu wahren. Wir werden vielleicht Quantenkryptographie-Kanäle brauchen. Natürlich werden wir Geheimnisse haben, aber Geheimnisse zu wahren wird immer weniger leicht sein. Dinge, die heute noch nicht für oder gegen uns eingesetzt werden, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ich bin hier nicht alarmistisch. Es ist normal, dass man seine Identität verliert. Wir müssen uns auch nicht daran klammern. Ich tue es sehr wohl, denn ich bin mit Büchern groß geworden, so wie viele von Ihnen wahrscheinlich. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Out of here. Yes, good questions. Okay. Yeah, thanks a lot for you. Danke schön für Ihren Beitrag. Sie haben McLuhan angesprochen und seinen Gedanken der Erweiterung des Bewusstseins aus dem Jahr 1962. Und Sie haben darauf hingewiesen, wie neue Medien in diese Richtung gehen. Meine Frage bezieht sich nun auf die Mechanismen der Sprachproduktion, die vor oder unterhalb dieser Bewusstseinsebene liegen. Sie haben gezeigt, wie der höhere Zustand diesen Prozess der unendlichen Geschwindigkeit möglich macht. Aber der Mechanismus, der darunter liegt, ich ziele jetzt gar nicht auf die solipsistische Philosophie ab. Was mich eher interessiert, ist die Wirkung. Und wenn ich hier eine Quantenanalogie verwenden darf, ist das vielleicht ein Mechanismus, der nicht so erweiterbar ist, wie die obere Ebene der Sprache es wäre. Visuell kann man sehr weit gehen, auch linguistisch kann man sehr weit gehen, aber
Es gibt etwas, das hält uns auf der individuellen und auch auf der kollektiven Ebene zurück. Haben Sie über diese Beziehungen nachgedacht oder ist das kein Problem für Sie? Nun, mit dieser bestimmten Ebene habe ich mich nicht beschäftigt, aber ich habe mich mit den geopolitischen Verbindungen beschäftigt. Europa steht im Moment auf schwachen Beinen und erleidet auch Wachstumsschmerzen. Europa befindet sich auf der kontinentalen Stufe. Die kommt vor der globalen Stufe, sprachlich und auch anders gesehen. Es gibt einen geopolitischen Trend, den wir in Südamerika, Nordamerika, in Europa und Asien sehen. Es kommt zu einer großen Reorganisation auf kontinentaler Ebene. Das zeigt, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Wenn die Banken und die Regierungen sich nicht einmischen würden, dann wären wir vielleicht schon so weit. Aber die haben ihre eigenen. Da gibt es noch andere Wachstumsschmerzen. Das beginnt bei Enron und geht über, ich weiß nicht, wie viele Skandale. Es gibt Wachstumsschmerzen auf jeder Ebene. Und es gibt größere Formen der Kooperation, von denen ich glaube, dass sie sich durchsetzen werden. Ja, jetzt versuche ich noch einmal die Diskussion zum Abschluss zu bringen. Und ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme.